Ich bin mittlerweile in Neuwied am Rhein angekommen, bei einem Betonwerk. Hier habe ich mich mit dem Künstler Hans-Otto Lohrengel verabredet. Für ihn ist das die passende Kulisse, denn er sucht Motive für seine Fotokollagen. Ich muss sagen, so wirklich einladend ist der Ort jetzt aber nicht. Warum haben Sie sich genau diesen Ort hier ausgesucht? Also ich wäre jetzt ganz ehrlich einfach hier mit dem Auto dran vorbeigefahren. Ja, werden die meisten wahrscheinlich. Aber gerade hier finde ich meine Anregungen für meine Fotokollagen. Das sind so fallende Linien, schräge Linien. Aber was suche also immer. Sie? Für mich ist das alles Rost und so ein bisschen. Ja. Was fasziniert Sie so daran? Ja, der Rost fasziniert mich jetzt nicht so, aber, aber diese Betonteile, auch diese Teile da hinten von diesem Förderband, das sind alles Elemente, die ich gut miteinander verknüpfen kann. Also meine Collagen werden ja aus mehreren Teilen zusammengesetzt, aus mehreren Fotografien oder Fotomotiven. Und da suche ich immer Bezugspunkte, die halt die einzelnen Fotos miteinander verbinden, sodass ich nachher eine völlig neue Geschichte habe, die es so vorher noch nicht gab. Wir können gerne zu meinem Atelier gleich fahren und da kann ich Ihnen verschiedene fertige Arbeiten auch schon zeigen. Natürlich bin ich jetzt neugierig geworden auf seine Arbeiten. Hans-Otto Lohrengel wohnt im Westerwald in Breitscheid. In Köln geboren, hat er sich nach dem Kunststudium bewusst für diesen Ort entschieden, mit viel Platz und Ruhe. In seinem Arbeitszimmer geht's jetzt erstmal an den Computer, denn da entstehen seine Collagen. So, hier kann ich Ihnen jetzt mal zeigen. Mhm. Das sind quasi die Abbildungen, die ich da unten im Industriegebiet gemacht habe. Ah ja. Einzelne, aber auch Details, mhm, je nachdem, aber auch entfernte Projekte. Er zeigt mir, wie er Fotos aussortiert und Motive auswählt, die er dann mit anderen kombiniert. Und so kann dann eine fertige Collage aussehen. Meist sind es Architekturdetails, die er irgendwo fotografiert hat und dann ganz neu zusammenstellt. Ja, genau. Es ist völlig uninteressant, wo ich das fotografiert, mhm, habe. Hauptsache, es passt so in mein Konzept. Und das ist eben das Spannende, dass man aus den einzelnen Fotos oder Motiven dann nachher eine neue Sache kreieren kann. Ja, schön, okay. Oder hier zum Beispiel, das ist ein Bauwerk, dem ich mich immer mehr genähert habe. Mhm. Das war in den Niederlanden. Bin immer näher rangegangen und so ergibt sich hier quasi ganz andere Perspektiven. Ja, stimmt. Mhm. So, hier haben wir den. Im Garten hat er sich einen eigenen kleinen Ausstellungsraum gebaut, in dem er seine Arbeiten präsentiert. Mit Galerien hat er bisher nicht so gute Erfahrungen gemacht. Da ist es ihm lieber, wenn die Menschen direkt zu ihm kommen. Einfach vorher anmelden, dann geht das auch in Corona-Zeiten. Und die würden jetzt eigentlich wo hängen? Also in groß würde das und ich glaube das in Pirmasens hängen, bei der Flux for Art. Ah. Die hängen auch schon, aber man kann sie leider nicht sehen. Okay. Weil es nicht möglich ist im Moment. Sind Sie da auch ein bisschen besorgt so? Also ja, man ist ja völlig ratlos, wie lange das jetzt noch gehen wird. Ne? Wann man überhaupt mal wieder eine Ausstellung bestücken kann, die dann auch von Publikum gesehen werden kann. Oder wo man eben auch Projekte verkaufen kann. Das ist ja auch nicht unwichtig für einen freischaffenden Künstler. Ne? Und von daher ist also die Zukunftsperspektive im Moment schon ein bisschen düster. Jetzt stehen ja hier auch viele Holzskulpturen. Die sieht so ein bisschen aus wie eine Hand. Ja, haben Sie genau richtig gesehen. Ja? Es ist aber nicht nur eine Hand, sondern auch eine Kopfsilhouette. Ah. Also ich habe mich einige Jahre mit dem Thema Kopf beschäftigt. Mhm. Und das ist die sogenannte Kopfhand. Okay. Also quasi dieses Symbol, mhm, oben den Kopf, die Hand hochstreckt.
Früher hat er hauptsächlich als Bildhauer gearbeitet und auch da haben es ihm unterschiedliche Linien und Formen angetan. Und immer wieder findet sich das Thema Kopf meist sehr abstrakt. Auch bei den vielen Kunst-am-Bau-Projekten, die er verwirklicht hat. In der umgebauten Scheune zeigt er mir ein paar seiner Modelle. Wenn Sie bei den Wettbewerben mitmachen, mit wie vielen Leuten konkurriert man denn da so? In der Regel ist das bei großen Wettbewerben, auch wenn sie nur bundesweit ausgeschrieben werden, schon so die Größenordnung. 200, 300 Künstler bewerben sich da immer. Oder das ist quasi wie Lotto. Und die sind alle, vielleicht nicht alle, aber doch die meisten sind gut. Und wie ist so Ihr Schnitt? Also bis vor einiger Zeit habe ich quasi alle anderthalb Jahre einen Wettbewerb gewonnen. Ah, okay. Ja. Okay. Das ist zum Beispiel jetzt hier. Ah, das ist dann auch. Das ist das in Koblenz bei Stabilus. Ach, schön. Also da hat das Modell dann gewonnen sozusagen. Genau, das war aber jetzt auch kein Wettbewerb. Das war quasi eine Firma. Die Firma ist direkt auf mich zugekommen und wollte verschiedene Entwürfe haben. Und da die Stoßdämpfer herstellen, wollte ich jetzt auch unbedingt diese Teile, die man da benutzt, also so zylindrische Formen, Ringe. Die sollten also auch quasi erkennbar sein in der Kunst. Ne? Und wenn man das so sagen kann, ist dann quasi Kunst am Bau auch Ihre Haupteinnahmequelle eigentlich? Ja, kann man sagen. Hm. Und wie ist die Situation dort gerade aktuell? Schlecht. Inwiefern? Inwiefern, weil viele Wettbewerbe im Moment gar nicht stattfinden können, weil die Bauämter eben auch im Homeoffice arbeiten oder die grundsätzlich die ganzen Wettbewerbe erstmal nach hinten geschoben haben, weil das Gebäude kann natürlich auch eröffnet werden ohne Kunst am Bau. Genug Ideen hat Hans-Otto Lohrengel jedenfalls noch. Wie zum Beispiel der Entwurf für ein Feuerwehrhaus, der aber leider nicht umgesetzt wurde. Hoffentlich werden die Zeiten bald wieder besser für die Künstler.